Hallo, du bist auf Twitch Affiliate oder sogar schon Partner und brauchst geile Emotes für deine Community. Willst oder kannst aber kein Geld dafür ausgeben? Dann bist du hier genau richtig. Denn ich zeige dir in diesem Video, wie du schnell und einfach Emotes selber machst und das vollkommen gratis und ohne Erfahrung. Schritt 1. Du gehst in Firefox, Opera oder einen Browser deiner Wahl und gibst in die Suchleiste Biskel ein. Wählst zuerst Biskel Free Online Sprite Editor ganz oben aus und drückst auf Create Sprite. Das Fenster kannst du schließen. Hier befindest du dich nun auf einer grauen Leinwand, die deine Hauptleinwand sein wird, wo du die Emotes erstellst. Du hast hier auf der linken Seite verschiedene Werkzeuge zur Auswahl, wie zum Beispiel das wichtigste, den Stift. Du kannst jetzt zwei Farben speichern, nehmen wir mal zum Beispiel blau und unten rot. Dann hast du blau als Primärfarbe auf der linken Maustaste und rot als Sekundärfarbe auf der rechten Maustaste. So, aber wie macht man jetzt Emotes? Das ist ganz einfach. Du wählst hier zum Beispiel den Stift und zeichnest etwas. Oder wie ich es jetzt hier in der Vorführung mache, wähle ich das Quadrat. Und erstelle einfach ganz einfach ein Quadrat, das so etwa in der Höhe ist, dass unten es ganz ansteht und oben etwas Abstand zur Oberlinie ist. Und drückst auf Add New Frame. Fügst du ein neues Frame hinzu, was hier oben gleich ersichtlich ist. Und nun werde ich hier als Vorführung das Quadrat genau andersrum zeichnen, dass unten Abstand ist und oben nicht. Und schon könnt ihr sehen, hüpft das Quadrat von oben nach unten, was halt dieses Bild und dieses Bild zusammen ist. So könnt ihr jetzt zum Beispiel ein GIF-Emote erstellen. Bedeutet ein Emote für Twitch, das sich bewegt. Wie ihr das nun speichert, ihr geht unten auf dieses Bild Export und auf GIF. Drückt einfach Download und schon könnt ihr sehen, wird es downgeloadet. Ihr könnt aber auch alles, wenn ihr den zweiten Frame löscht, einfach nur ein PNG erstellen, auch auf Export, PNG und als PNG downloaden. Bedeutet, als Emote, das sich nicht bewegt und still und starr im Twitch-Chat steht. Wie ihr das nun auf Twitch downloadet, ist ganz einfach. Ihr gebt Twitch ein oder drückt, wie ich, auf Twitch, das vorgespeichert ist und geht oben rechts auf euer Profil. Auf Creator Dashboard und dann auf Zuschauerbelohnungen. Dann auf Emotes. Und nun seht ihr hier euer leeren Slot. Ihr könnt hier, wo animierte Emotes steht, 5 animierte Emotes einfügen. Bedeutet Emotes, die sich wie hier alle bewegen. Dann auf die Standard-Emote-Plätze, wo ihr einige mehr verfügbar habt, könnt ihr ganz normal hier die ganz normalen, was sich nicht bewegen, draufsperren. Drück dann hier einfach auf Hochladen und in wenigen Tagen wird dein Emote auf Twitch verfügbar sein, da Twitch es noch kontrollieren muss, ob es den Twitch-Richtlinien entspricht. Wenn dir dieses Tutorial weitergeholfen hat, dann gerne ein Like und ein Abo dalassen und besucht mich gerne auch im Livestream auf Twitch oder tretet auch gerne meinen Discord-Server bei für weitere Fragen. Alles in der Videobeschreibung verlinkt.